Hallo liebe Wanderfreunde, es freut uns wieder, dass ihr eingeschaltet habt. Sarah und ich sind heute auf der 9. und letzten Etappe des Neckarsteigs unterwegs. Startpunkt ist Gundelsheim und Ziel ist Bad Wimpfen. Diese Tour hat etwa 15 Kilometer und wenn ihr wissen wollt, wie diese Wanderung so ist, dann bleibt dran. Eike Moje, heute ist der letzte Tag von unserer Wanderung. Das ist aber auch nicht weiter schlimm, weil so wie es ist, man freut sich immer wieder auf der Hemd. Guten Moje, und ich wäre am liebsten jeden Tag unterwegs mit Wanderern. Laut unserem Wanderführer, den wir gekauft haben, geht es hier steil bergab zur Burg auf einem alpinartigen Gelände.
sehr geil. Das lieben wir. Sehr gefährliche Streckenführung. Noch etwa 2 bis 3 Kilometer, dann sind wir auch schon in Bad Wimpfen, unser Ziel. Die Tour hat uns heute relativ gut gefallen, vor allem wegen den schmalen Pfaden, aber eher wegen dem Highlight der Burgruine Guttenberg. Diese ist zu besichtigen und ist auf jeden Fall zu empfehlen. Daumen hoch dafür. Die Gesamtstrecke des Neckarsteigs hat uns nicht so gut gefallen, vor allem wegen den breiten Wegen und den wenigen Aussichten. Und vor allem hat man auch sehr wenige Blicke auf den Neckar. Schade eigentlich. Wenn euch diese Reihe bzw. dieses Video trotzdem gefallen hat, würden wir uns über einen Daumen hoch sowie über Kommentare sehr freuen. Also bis dann. Ciao, ciao. Ja, Umleitung auf dem Neckarsteig. Wir wären ja lieber diesen schmalen Pfad hier gelaufen, aber nun heißt es unten am Radweg entlang auf Asphalt. Yippie! Alles Gute hat ein Ende und deshalb sagen wir Tschüss vom Neckarsteig. Für uns ist jetzt morgen auch erstmal Ruhetag und mal schauen, was nach dem Ruhetag in Bad Wimpfen noch alles so geht. Also bis dann, ciao!
Noch etwa 2 bis 3 Kilometer, dann sind wir auch schon wieder am Ziel, und zwar in Bad Wimpfen. Die Tour heute hat uns gut gefallen, vor allem wegen den schmalen Pfaden und aber auch die Besichtigung der Burg Guttenberg. Sie ist auf jeden Fall empfehlenswert. Uns hat's gefallen. Und ich kriege Luft, ihr Leute.